Wir würden jetzt direkt weitergehen zu einem, zum Vortrag von Christina Kämpfer. Christina studiert politische Theorie und im Nebenfach Geschlechterforschung an der Goethe-Uni hier in Frankfurt und an der TU Darmstadt. Sie ist Stipendiatin der Naumann-Stiftung, hat eine ganze Reihe von politischen Ämtern begleitet, zum Beispiel war sie AStA-Referentin, Mitglied im Studierendenparlament, Gleichstellungsausschuss und so weiter. Sie war vor allem Vorsitzende des Bundesverbands der liberalen Hochschulgruppen und darüber kooptiertes Mitglied im Bundesvorstand der FDP. Ich würde sagen, das klingt irgendwie so nach 15 Jahre Laufbahn. Christina ist 24, wir freuen uns sehr darüber, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Christina Kämpfer. Ja, mein Name ist Christina. Ich möchte mit euch heute über meine Geschichte in der FDP reden. Und ich habe den Vortrag betitelt, das F in Feminismus steht für Freiheit. Und ich glaube, es erklärt schon, warum ich nicht mehr so aktiv bin in der FDP. Und für mich ist politisches Engagement eine Identitätsfrage. Und was das bedeutet, werde ich euch jetzt erzählen. Ich werde anfangen mit diesem jungen Mann hier. Das ist Alex. Alex habe ich in meinem Studium an der Freien Universität Berlin kennengelernt. Und er hat damals zu mir gesagt, Christina, das größte Problem der Demokratie in Deutschland ist, dass sich zu wenig Menschen in Parteien engagieren. Und ich habe das irgendwie nicht so verstanden. Ich war damals 18. Ich bin bereits mit 16 zum allerersten Mal bei den Jungen Liberalen aufgetaucht. Das ist eine Vorfeldorganisation der FDP, damals noch in Jena, in meiner Heimatstadt. Bin dann aber nicht Mitglied geworden, erst als ich nach Berlin gezogen bin und wurde dort dann auch auf Bezirksebene relativ schnell in Verantwortlichkeiten gehoben oder habe die auch angestrebt. Diese Arbeit in der Jugendpartei kam dann eine andere Organisation, wie gerade schon erwähnt, dazwischen, und zwar die Liberalen Hochschulgruppen. Das ist eine Vorfeldorganisation der FDP. Und ich erinnere mich noch sehr lebhaft an meinen allerersten Kongress, wo ich 18 war und ich saß da und ich habe mir die Wahl des Bundesvorstandes angeschaut und mir war total klar, ich möchte Vorsitzende von diesem Verband werden. Keine Ahnung, woher das kam, aber das war total klar, dass ich das machen möchte. Ich habe mich damals also erstmals von der Parteiarbeit abgewandt und habe mich für die Verbandsarbeit entschieden aus zwei Gründen. Zum einen fand ich den Fokus auf ein konkretes Thema, Hochschulpolitik, sehr attraktiv. Für mich war das sehr pragmatisch und nicht so ideologisch. Und die flachen Hierarchien waren ebenfalls sehr ansprechend, weil die Distanz zum Bundesvorstand war nicht so weit weg, wie es in anderen Parteien oftmals der Fall ist. Glücklicherweise ging das dann irgendwie auch relativ schnell. Das bin ich mit meinem Bundesvorstand. Zwei Dinge möchte ich euch mitgeben. Sehr viele Männer. Und vielleicht noch Punkt zwei, ich war ja an sich in die Verbandsarbeit gegangen, aber wenn man Vorsitzende des LHG ist, wird man auch automatisch Mitglied des FDP-Bundesvorstandes, wie Benjamin schon erwähnt hat, und dadurch ist man auf einmal wieder drin in diesem Parteiapparat, von dem ich mich an sich zuerst fernhalten wollte. Ja, ich habe erzählt, Politik ist für mich Identität und dazu gehört, ich war die größte Antifeministin, als ich angefangen habe mit Politik. Ich war extrem naiv, ich war 18 und ich dachte irgendwie, wenn ich gut bin, dann werde ich was in der Politik. Und ich wollte auch Politikerin werden, also das war total klar, das war mein Ziel. Und ich habe gedacht, wenn ich gut arbeite, dann wird gerade in einer liberalen Leistungspartei das anerkannt. Vielleicht mal ein Schmankerl meiner Zeit, damals LHG-Vorsitzende lehnt Frauenquote ab. Natürlich war ich gegen die Quote, dieser Antifeminismus brachte mir sehr viel Anerkennung in der Partei. Und ich habe auch gemerkt, es stiftet Zusammenhalt. Also diese Antifeministinnen und Antifeministen, das sind mehr Männer in der Partei, die halten zusammen. Antifeminismus findet in der FDP auf offizieller Ebene statt. Ein wunderbares Plakat auf dem Berlin-Wahlkampf. Warum sind wir nicht in das Abgeordnetenhaus reingekommen? Warum teilt die FDP nicht den Traum von einer autofreien Stadt? Weil keine Frau der Welt mit dem Fahrrad zum Kreisheim möchte. Aber Antifeminismus findet auch auf persönlicher Ebene statt. Und das habe ich sehr hart erfahren und auch viele Parteifreundinnen, die ich kenne. Wie ihr merkt, wurde ich dann relativ kritisch und fand zwei Sachen damals ziemlich doof. Zum einen doppelte Standards. Ich habe 10-mal so viel gearbeitet wie mein Vorgänger und habe vielleicht ein Drittel der Anerkennung erfahren. Und ich habe eine extreme Frauendiskriminierung erlebt, die ich persönlich genommen habe, was falsch ist, weil ich glaube, in Politik wird viel kritisiert, personalisiert, aber es ging gar nicht um mich und Personen. Dann war ich erstmal ziemlich lange verwirrt, weil ich irgendwie Feminismus gut fand, aber ich war ja auch liberal und das geht ja nicht, weil irgendwie ist Feminismus links besetzt und in der FDP ist sowieso niemand Feminist. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ich warte auf die nächste Folie.
Genau, alle Leute fragen mich dann immer, oh Christina, wie bist du denn Feministin geworden? Und dann sage ich immer, The Empire Strikes Back. Die Erfahrung in der FDP und vor allen Dingen im FDP-Bundesvorstand war wirklich für mich das prägendste Erlebnis, warum ich mich damals dem Feminismus zugewandt habe und aber natürlich extrem gestrauchelt habe, weil das in der Partei eigentlich niemand anerkennen wollte. Ich habe jetzt relativ viel über diese Sexismuskomponente gesprochen, aber vielleicht noch drei andere Punkte, warum ich damals, nachdem ich mein Vorstandsjahr beendet habe, aufgehört habe. Perspektivlosigkeit, Enttäuschung und Erschöpfung. Und was irgendwie das größte Paradox war, war, dass ich im Verband extrem viel Anerkennung für meine Arbeit bekommen habe und in der Partei überhaupt keine Anerkennung. Also das war den Leuten sehr egal, Leistung. Wieso oder sind meine Erfahrungen überhaupt relevant? Man könnte jetzt sagen, okay, es ist Beispiel, ich bin ein Beispiel, aber sie sind exemplarisch und ich habe gelernt, immer sobald ich was gesagt habe, haben ganz viele andere Frauen, vor allen Dingen in der FDP, gesagt, naja, also eigentlich geht es mir genauso und ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht, die auch Christina da gesammelt hat. Worauf möchte ich hin? Strukturen, Kultur, Macht. Es ist ja irgendwie paradigmatisch, dass heute auch wieder sehr viele Frauen hier sind, die mal in der Politik aktiv waren und es nicht mehr sind. Und dass heute so wenig Frauen politisch aktiv sind, halte ich für ein extremes Problem und ist auch kein Frauenproblem, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, was ich finde, verändert gehört. Ich kann es nur exemplarisch an der FDP abarbeiten. Die politische Kultur ist von einer extremen Männlichkeit geprägt. Ich habe gestern nochmal die Zahlen gecheckt. Von 46 Mitgliedern im FDP-Bundesvorstand sind 11 Frauen. Sexismus habe ich bereits erwähnt. Und ich finde es unheimlich schwierig, wenn nicht sogar unglaubwürdig, dass in der FDP nicht Leistung zählt, sondern einfach nur Vitamin B. Natürlich kann ich jetzt irgendwie sagen, ja, die FDP ist nur blöd, aber ich glaube, in anderen Parteien gibt es ähnliche Probleme. Ich bin eine extreme Kritikerin dieser Konformität und Normierung, die in der Politik stattfindet. Hierarchien und Machtspiele finde ich auch nicht super. Und ich finde Parteien und Politik momentan extrem langweilig und überhaupt nicht glaubwürdig. Ja, das wären, glaube ich, so meine großen Kritikpunkte. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Perspektive? In der FDP für Feminismus und für diese Anliegen eher klein, bei den Julis würde ich sagen besser. Und beim LHG ist seitdem ich Vorsitzende war, nur noch Frauen Vorsitzende. Ob das meine Schuld war, weiß ich nicht. Eventuell doch. Ja, und für mich persönlich würde ich sagen, ich habe mich jetzt zum Feminismus bekannt, keine Präsentation ohne Beyoncé. Kann aber sagen, ich kann eigentlich nur diese Anerkennung in der Partei haben mit meinen feministischen Anliegen, weil ich eben hochschulpolitisch aktiv war und dann so peu à peu versuche, feministische Anliegen hineinzutragen in die Partei. Und ich möchte gerne schließen mit einem Zitat. Gestern wurde es veröffentlicht von dem kanadischen ehemaligen Parteivorsitzenden, der gesagt hat, dass der wirkliche Kampf in Politik um Ansehen geht und darum, um die Person zu sein und als die Person gehört zu werden, die man ist. Und ich glaube, daran bin ich damals in meinem politischen Engagement gescheitert. Okay, das war's.